könntest. So, ja, na. Das ist kein Spaß. Weißt du, darum bin ich ja auch eigentlich ganz froh, dass ich kein Kind bin, ja. Da kann ich nämlich die Leute ärgern, dem Meister Eder nicht folgen und was runterwerfen. Du, wenn ich dir einen Rat geben darf, dann mach so wie die anderen Kinder und sei jetzt auf jeden Fall schön brav. Ich, wie ich noch ein Kind war, ich habe sogar vorsichtshalber Gedicht auswendig gelernt, damit ich's ihm hersagen kann. Und dann ist der Nikolaus nicht so streng. Ein Gedicht? Ach, da kann mir ja überhaupt gar nichts passieren. Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib lieber draus. Willst du mich fangen? Hihihi, erwischst du mich? Bestimmt gar nie. Ich beiß ein Loch in deinen Sack. Das ist ein feiner Schabernack. Der soll herkommen, auf der Stelle soll er kommen. Zack, zack, hierher. Ich will ihm alle Ohren voll und zu und überdichten. Dies nutzt überhaupt nichts. Warum? Du hast doch gesagt, dass wenn man ein Gedicht kann... Ja, aber wenn ich ihm sage, was du das ganze Jahr angestellt hast, wie du frech warst und boshaft und alles runtergeschmissen hast und ich, armer Mann, hab mich bücken müssen. Ich, alter Mann, gell, du, da wär ich nicht so sicher, da möchte ich nicht in deine Haut stecken. Das willst du sagen? Das darfst du ja überhaupt nicht sagen, das ist ja gepetzt. Und petzen und zwicken und pieken und sowas, das machen ja nur Mädchen und keine Schreinermeister.